So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Parkitect. So, gut Leute, mal weiter an der Stelle. Das könnte jetzt hier auch die erste Folge werden, wo ich dann doch ein bisschen mehr mal mit Pitchen arbeiten werde. Denn ich will hier auch mal jetzt endlich eigene Gebäude bauen, beziehungsweise dann auch noch ein bisschen Detailkram machen und so. Müssen wir mal gucken. Bevor wir jetzt aber irgendwas machen. Übrigens, guck mal, plus 500 Dollar Bilanz. Das ist sehr, sehr schön, ne? Unsere Holzachterbahn hier. Die rockt einfach mal derbe. Wir verlangen hier irgendwie Eintritt, 15 Dollar. Und ja, wir können mal gucken. Ja, es könnte ein bisschen voller sein, aber auf jeden Fall bringt die gerade gut Geld. Dann müssen wir da vielleicht noch mal ein bisschen... Ah, guck mal hier, das sieht doch ganz gut aus. Es ist zumindest halb voll gerade, was erstmal in Ordnung ist. Auf jeden Fall hilft das sehr unsere Bilanz weiter und wir haben auch schon 260 Gäste. So, wir bauen jetzt erstmal. Wir haben nämlich vorhin noch was freigeschaltet, Ende letzter Folge. Moment, schnumm. Das haben wir alles schon. Enterprise-Schiff haben wir schon. Topspin, das haben wir noch nicht. So, Moment. Bevor wir das draufbauen, würde ich das hier gerne mal etwas vergrößern, das Gebiet. Machen wir mal so hier. Das sieht ganz gut aus. So, bam. Dann machen wir hier den Eingang, würde ich vorschlagen. Und den Ausgang machen wir erstmal hier hin. So. Okay. Hier hin, dann bitte. Moment, hier machen wir die Warteschlange, hier machen wir den Ausgang. Dann hätte ich hier gerne auch noch einen Weg, der hier lang geht. Und hier hätte ich jetzt gerne eine Verbindung nach unten. Moment. So. Okay, okay, okay. Und jetzt noch die Warteschlange. So, aber guck mal, die benutzen den Weg auch gleich instant. Das ist schön. Jo, alles klar, Leute. Die Farbe können wir noch ändern. So, und auf damit. Alles klar, das hätten wir. So, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, guck mal eben nochmal ganz kurz, haben wir jetzt alles gebaut, außer jetzt bei den Achterbahnen. Da haben wir noch nicht die Mini-Achterbahn und den Spinning Coaster. Aber die sind, glaube ich, nicht so super spektakulär. Mal gucken, ob ich das dann noch baue oder nicht. Aber ansonsten haben wir alles gebaut, was wir bauen können. Wir können mal bei Läden schauen. Da haben wir, glaube ich, auch alles gebaut. So, gut Leute, dann ist jetzt der Moment gekommen, wo ich mal ein kleines bisschen pitchen würde. Und ich würde jetzt mich erstmal so ein bisschen um Detailarbeit kümmern, ne? Beziehungsweise würde ich wahrscheinlich auch mal versuchen, ein Haus zu bauen. Zum Beispiel hier bei den Toiletten. Ich kann euch das mal eben zeigen. Dekoration. Dann sieht man, dass die Toilette zum Beispiel kein schönes Gebäude ist, ne? Also das wollen die nicht sehen. Und deswegen macht das Sinn, irgendwie ein Gebäude ringsrum zu bauen. Und genauso muss man gucken, ob bei den Geschäften dann auch noch irgendwie ein Haus drum bauen wollen oder so, ne? Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Ich werde es einfach mal probieren, ne? Ich mache ein bisschen Detailarbeit, pitch ein bisschen, leg ein bisschen Musik drunter oder so. Guck mal, sieht ja schon ganz nice aus. Und hier überall müssen wir auch noch Detailarbeit machen, ne? Und dann machen wir weiter. Bis dahin schalten wir ja noch ein bisschen was frei. Freifallturm ist jetzt verfügbar. Okay, den platzieren wir gleich. So, alles klar, Leute. Das war jetzt mein erster Versuch, irgendwie ein Gebäude zu bauen. Es ist, ja, weiß ich nicht. Man hätte jetzt hier theoretisch auch irgendwie einen Hangar hinbauen können oder so, aber es sieht zumindest aus wie ein Gebäude. Die Toilette sieht auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen besser aus. Die Uhr hätte man sich vielleicht hier auch sparen können, keine Ahnung. Hier oben, das ist auch noch nicht schön abgerundet. Aber... Für den ersten Versuch ist es vielleicht ganz okay. So gut, dann lass das gleich mal bauen jetzt hier. Mittlerweile 260 Gäste und wir machen immer noch Plus. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. So, oh, Go-Kart haben wir auch schon, Leute. Nice. Aber lass das mal den Freifallturm machen. Also um ehrlich zu sein, würde mir der, glaube ich, besser gefallen, den hier reinzusetzen. Lass das mal eben ausprobieren. Ich mach das mal wieder weg hier. Jo, bitte abreißen. So. Dann bauen wir den nämlich jetzt einfach hier rein. Tauschen das aus. Ich glaube, das gefällt mir besser. So. Wow, guck mal hier. Können wir die Größe einstellen? Nice. Okay, man kann es so übertreiben, oder? Wird das dann teurer? Jo, das war teurer. Jo, können wir das denn machen?
Okay, das ist etwas übertrieben, glaube ich. Ah, wie cool ist das bitte gemacht, Leute? Okay, sowas feiere ich ja derbe. Machen wir erstmal so hier, oder? Ich denke, das ist erstmal in Ordnung. Alles klar. Abschüsse. Ja, machen wir so viel wie möglich. So, dann eröffnen bitte. Wir machen mal ein bisschen teurer, weil das ist schon ziemlich cool, glaube ich. Machen wir 7 Dollar und an das Ding. Okay. Das wertet den Park auf jeden Fall nochmal ein bisschen auf, will ich meinen. Okay, also die Schlange ist ziemlich ordentlich, aber ich glaube Abschüsse 5 ist sogar ein bisschen viel, oder? Wir machen mal 3 Abschüsse. Weil ansonsten ist das Ding nämlich übelst lange unterwegs pro Durchgang, das muss ja auch nicht sein. So, gut. Nice, das freut mich. Ich glaube, wir machen das sogar noch ein bisschen höher dann gleich, oder? Wenigstens so bis hierhin, wo ich die Maus jetzt gerade habe, könnten wir es theoretisch dann auch machen. So, ich würde mal ganz schnell das Geschäft, das wir eben weggemacht haben, fliegender Teppich, würde ich mal noch platzieren wollen. Ja, mach mal einfach hier hin. So. Dün, 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 dün. Bam. Bam. So muss man das verbinden, was? Okay. Dann machen wir so hier. Ich glaube, das würde mir besser gefallen. So, können wir das auch wieder aufmachen? Und öffnen bitte. So, okay, Leute. Alles klar, machen wir erstmal weiter an der Stelle. Ja, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das dann als Pitch umsetze. Da ich wirklich sehr, sehr, sehr viel rumprobiert habe. Ich muss da erstmal wirklich ein bisschen reinkommen, was das Bauen angeht. Aber es ist okay. Ich habe zwischenzeitlich überlegt, ob ich das sogar dieses Gebäude nicht sogar hier rüberziehe. Das machen wir vielleicht später noch irgendwie. Ne? Dass wir hier wie so ein Tor haben, wo die Achterbahn lang geht. Was ist denn hier los? Was ist denn das Problem? Das ist ja krass, Leute, weil es gewittert. Man kann die aktuell nicht damit fahren, wenn das zu hoch ist. Ich verstehe. Das ist ja übel. Also ist gut gemacht auf jeden Fall. So, ja, sieht jetzt mal so ein bisschen schöner aus auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Lass mal gucken, was wir jetzt alles noch freigeschaltet haben. Es müsste eigentlich jetzt ein bisschen was dazugekommen sein. Yo, Go-Kart-Strecke, Leute. Okay, lass mal eine Go-Kart-Strecke bauen. Okay, die Straße würde ich mal hier noch lang ziehen. So. Und genauso würde ich wahrscheinlich hier auch noch eine Straße lang bauen wollen. So richtig am See lang irgendwie. Oh, und so hier. Ist jetzt ein bisschen schade um die Bäume, ich kann es nicht ändern. Die machen wir genauso weg. So. Okay, so, und da würde ich jetzt hier die Go-Kart-Bahn hinbauen. Ich hoffe, wir können die bauen, wie wir wollen. Das wäre übelst genial, wenn das ginge. So, Warteschlangen müssen wir auch wieder machen, deswegen bauen wir das einfach mal hier hin. Yo! Nice, es baut sich genauso wie eine Achterbahn.
Okay. So, gut. Dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das denn so ankommt bei den Gästen. Kann ich mir eben die Statistiken angucken? Das wäre nice. 25,5. Probieren es einfach mal aus. So gut, dann würde ich den Spaß jetzt eröffnen wollen. Den Eingang machen wir hier hin. Und den Ausgang machen wir hier hin. So, jetzt muss ich noch eine Warteschlange irgendwie machen. Können wir jetzt ja schon mal mit Holz arbeiten. Einfach mal zur Abwechslung. So. Okay, alles klar. Und Preis machen wir mal, weiß ich nicht, 10 Dollar. Wir probieren es einfach mal aus. So, dann starten wir den Spaß. Tudum. So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie das so ankommt. Und währenddessen würde ich jetzt hier mal mit Terraforming arbeiten. Und wir gucken mal, ob wir hier irgendwie noch Berge und so drüber setzen können. Das wäre cool, wenn das ginge. Yo, das funktioniert. Nice. Okay, das ist richtig cool. Okay, ich glaube, den Leuten ist das deutlich zu teuer. Wir machen mal 5 Dollar. So, mal gucken, ob das jetzt vielleicht was wird. So, alles klar, Leute. Hier geht so ein Tunnel durch. Hier können wir vielleicht dann auch später noch Berge machen. Müssen wir mal schauen. Alter, sind die schnell. Nice. Guck mal hier, der mit der himmelblauen Mütze, der gewinnt wahrscheinlich. Scharfe Kurve. Nice. Richtig gut genommen. Wir müssen natürlich alles noch schön dekorieren und so. Sollte klar sein. Hier würde ich wahrscheinlich auch noch einen Berg hinmachen. Mal gucken. Wobei, man soll es ja auch ein bisschen sehen. Ey, da wurde eingeholt gerade. Guck mal hier, der geht übelst ab. Der Gary. Alter Schwede. Nicht schlecht. Fliegender Teppich war super, schreibt er. Die Dekoration hier ist unglaublich, schreibt er. Ach stimmt, das sind ja 3 Runden, ne? Komm, wir machen mal ein bisschen schneller. Gucken, wer gewinnt. Also aktuell ist Gary vorne. Für wen seid ihr, Leute? Seid ihr für Gary oder für den mit der himmelblauen Mütze? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Eieieiei. Okay, der mit der himmelblauen Mütze führt wieder. Ist das jetzt schon die finale Runde? Ich glaube, das ist die letzte Runde, Leute. Jo, damit der himmelblauen Mütze gewinnt, glaube ich. Ja, wobei, hier die Kurve, ne? Aber die hat er auch ganz gut genommen. Jetzt haben wir 90 Grad. Und schon im Ziel. Okay. So, Tammy Wesley hat gewonnen. Nicht schlecht, mein Guter. 5 Dollar hat er noch dabei. Der hat eine mittelalterliche Kappe. Er hat eine Go-Kart-Medaille sogar bekommen. Ah, wie cool. Und hat einen Regenschirm. Also er hat sehr viel Geld hier auf jeden Fall ausgegeben. Okay, Leute, alles klar. So, gut, dann würde ich mit dieser Folge erstmal Schluss machen. Haben wir einiges geschafft. Irgendwie nehme ich jetzt schon 1,5 Stunden auf und werde wahrscheinlich eine Folge draus machen, da auch sehr viel Gekatte und Gepitsche und so weiter dabei ist. Aber ich will mal meinen, wir sind wieder gut vorangekommen. So, ne? Also gerade hier, so, das sieht schon alles ein bisschen besser aus. Ich habe mich jetzt auch an den ersten Gebäuden versucht, auch wenn das noch deutlich besser geht. Aber ich muss ja da mich auch erstmal reinfummeln. So, hier müssen wir dann natürlich früher oder später noch weiter dekorieren. Aber hey, das ist schon mal ein kleiner Fortschritt auf jeden Fall. So, und guck mal, wir haben 30.000 Dollar und haben auch eine gute Bilanz. Also ich hätte ja schon das Ziel, wenigstens auf 1.000 Besucher zu kommen oder so. Mal schauen. Ich bin auf euer Feedback gespannt. So, also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Tschüss.